Die kleinen Spatzen, wie sich die Knirpse stolz nennen, trafen sich am Wochenende zu ihrem 7. Wettkampf im Eberswalder Freizeitzentrum BAF. Insgesamt 220 Teilnehmer waren angemeldet und schwammen eifrig ihre ersten Bahnen, um sich aufzuwärmen. Seit 1996 gibt es diesen Wettkampf für die 4- bis 9-Jährigen, die mittlerweile aus dem ganzen Land Brandenburg angereist kommen. Dabei fing alles ganz anders an. Anfänglich waren wir mit 4 Mannschaften am Wettkampf. Zum Beispiel Eberswalde hat eingeladen, Schwedt, Strauß bei Fürstenwalde. Das ist die, sind die, die immer regelmäßig zusammenkommen. Aber im Laufe der Jahre hat sich gezeigt, dass eben doch sehr großer Zuspruch da ist. Alle Vereine haben Interesse, ihre Jüngsten einmal im Wettkampf schwimmen zu lassen. Und deshalb können wir uns im Moment gar nicht retten. Ihre erste Siegerehrung durften die kleinsten Spatzen erleben. Sie bekamen im Vorfeld allein für ihre Teilnahme ein Plüschtier geschenkt. Obwohl das Schwimmen nicht allein dem Sieg und dem Wettkampf gilt. Ziel des Wettkampfes ist eigentlich, wie gesagt, 4- bis 9-Jährige zu erreichen, die das erste Mal an einem Wettkampf teilnehmen, noch nicht so versiert sind wie eben ältere Sportler am Wettkampf geschehen oder das drumherum kennen, also wirklich die neu sind. Ja, und da haben wir gesagt, da legen wir dann auch nicht immer den großen Wert auf dieses Perfekte. Zum Beispiel der Start muss nicht unbedingt so sein wie bei anderen, die wir dann disqualifizieren würden. Es muss jeder starten, es kommt jeder an und jeder, der eine gute Zeit schwimmt, bekommt eine Medaille, beziehungsweise alles, was keine Medaille bekommt, bekommt eine Urkunde von uns. Und das wollen wir eigentlich motivieren. Gewonnen hat also jeder der kleinen Kaulquappen und wurde stolzer Besitzer einer Medaille oder Urkunde. Diese wurden übrigens von Optik Ortel gesponsert, in Gegenleistung für alte, nicht mehr gebrauchte Brillen, die von den Teilnehmern gesammelt und übergeben wurden. Aber trotz des Wettkampfcharakters zählt für die kleinen Schwimmer nur eines: viel, viel Spaß und immer wieder rein ins kühle Nass. Waren doch viele das erste Mal im BAF. Ich bin hier den ersten Tag hier, weil ich war vorher noch gar nicht hier. Schön. Ich auch. Auch auf die Form wurde kein Wert gelegt, ob Kraulen, Schmetterling, mit oder ohne Brett. Das Wichtigste war, dass man dabei war und dass man zeigen konnte, was man kann. Es macht mir immer Spaß, dass ich hier immer so lerne, dass ich hier so toll immer so schwimme. Und dass ich hier dann immer so schön einen Wettkampf mache. Wie kannst du denn schon schwimmen? Ich kann schon ohne Dings da Boom schwimmen. Ohne alles. Kraulbeine und Rückenbeine. Und Kraulbeine ohne Brett. Aber ich krieg so meine Beine nicht so richtig hoch. Meine auch nicht. Ein Erfolgserlebnis nicht nur für die Eltern und Betreuer, bei so viel Einsatz und Spaß an der Sache. Wir haben eine neue schöne Schwimmhalle, die möchten wir jetzt, nachdem das 2 Jahre geschlossen war, wieder nutzen. Und ich denke mal, das ist eigentlich unser Anliegen, also in Eberswalde ein bisschen Kultur und Sport reinzubringen. Und das sollte eigentlich unser Ziel sein. Also ein Freizeitangebot, das nicht die Region verlässt und vielleicht das eine oder andere Elternpaar animiert, ihren kleinen Planscher im Verein anzumelden. Denn der Sommer steht vor der Tür und somit auch wieder die Badesaison. Wo lernt man mit so viel Spaß besser schwimmen als in der Gruppe mit Gleichgesinnten?